Moin Moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren League of Legends Video hier auf unserem Kanal. Ja, habt ihr das gesehen hier im Aram gerade eben mit Riven? Ich zeige euch das Ganze nochmal. Krasse Sache, wenn ich da meinen Support von der guten Soraka nicht gehabt hätte, dann wäre ich down gegangen. Nochmal das Ganze in Zeitlupe, damit er da erkennt, was da überhaupt passiert ist. Fand ich geil, wollte ich mal so als Intro mit reinnehmen. Aber das ist jetzt nicht das komplette Video hier, sondern wie ihr schon seht, ich spiele ein Ranked Game. Ich spiele die Caitlyn, bin der AD Carry und hatte erstmal so ein bisschen Bammel, hier gegen den Draven anzutreten. Aber wie sich herausstellte, habe ich das mit Thresh sehr, sehr gut gemeistert hier gemeinsam. Und gerade eben habt ihr gesehen, ich habe gleich mein Ace in the Hole schon zu Beginn des Kampfes, obwohl er jetzt nicht wirklich zum Kampf wurde am Anfang, eingesetzt, weil manchmal finde ich das ganz gut, damit den ganzen Kampf so ein bisschen auf unsere Seite zu zerren, da ich damit einfach dem Gegner schon mal ein bisschen Schaden reindrücke. Hier habe ich mir den gegnerischen Jungler schon geschnappt und mit der Hilfe von unserem Jungler konnte ich dann auch noch den guten Draven sagen, hier mein Support, den kriegst du nicht. Was hier passiert, finde ich, ist ziemlich interessant. Ich versuche mir jetzt hier einfach ein bisschen extra Gold einzuheimsen und sie sieht mich jetzt hier mit dem ganzen Trinket, aber Thresh hat sie noch nicht gesehen, deswegen hole ich sie jetzt hier ein bisschen in den Jungle rein. Sie hat keine andere Wahl, als nach unten zu fliehen. Hier nochmal Piltovers, Peacemaker, ein bisschen Damage reingedrückt. Und was sie jetzt macht, ist überhaupt der größte Fehler, den sie machen kann. Über ihr ist nur unser Jungler, sie hätte dran vorbeilaufen können. Draven lässt sie jetzt total im Stich. Sie hat hier noch ein paar Angstfürze, die sie auf mich loslässt. Und da denke ich mir einfach, ja, Ace in the Hole, bam, in dein Gesicht und schnapp sie mir hier. Warum habe ich eigentlich so viel vom Anfang weggeschnitten? Vielleicht noch ganz kurz gesagt, ich bin glaube ich bei 8 Minuten oder sowas eingestiegen. Da ist einfach überhaupt nichts passiert. Ich habe die ganze Zeit nur gefarmt und es kam nicht zu irgendeinem Kampf. Hier haben wir uns den Drake geholt. Und was der gegnerische Jungler jetzt hier machen wollte, weiß ich nicht so ganz. Auf jeden Fall ist er viel zu nah an uns rangekommen und das haben wir natürlich sofort genutzt. Der Thresh direkt mit seinem Hook und ja, dann war das Ganze auch schon gegessen für ihn. Dann haben wir ein bisschen versucht, auf der Midlane zu pushen, ein bisschen Druck da zu machen. Und ich lege hier immer wieder auch meine kleinen Fallen hin, um sozusagen in Anführungsstrichen so ein Ward zu haben. Und hier fehlt auch einfach mal wieder das komplette Positioning von den Gegnern. Wir sind hier richtig nah beieinander und da hat der gegnerische Valkors sich einfach viel zu nah an uns rangetraut wieder. Und da denken wir uns jetzt müssen wir hier aus diesen 4:5 was machen. Unser Jungler initiated von hinten rein und wir towerdiven die so ein bisschen, aber ich denke mir, nee, ich gehe jetzt nicht mit rein in den Kampf. Viel wichtiger ist der Tower, damit wir hier wirklich Druck auf der Mittellane haben und deswegen hole ich mir hier auch den Tower. Aber leider wird jetzt nicht irgendwie nochmal so ein Teamfight raus und deswegen cutte ich hier auch gleich, um das Ganze so ein bisschen mit der Zeit besser hinzubekommen. Das ganze Spiel hat 30 Minuten gedauert. Ich habe versucht, das hier alles so ein bisschen auf ca. 8 Minuten runterzukürzen, weil volle 30 Minuten zu sehen, finde ich ein bisschen langweilig. Da hätte ich auch gern mal euer Feedback. Wie seht ihr das? Wollt ihr ein komplettes Game durchgängig sehen? Vielleicht auch ohne Commentary, weil 30 Minuten durchkommentieren, sodass das Ganze auch sinnvoll ist, fällt mir dann glaube ich doch schon ganz schön schwer. Aber es wäre keine Herausforderung, die ich ablehnen würde, sagen wir mal so. Hier haben wir, wie gesagt, immer weiter in der Mittellane ein bisschen gepusht. Bottom ist ja relativ ausgeglichen, abgesehen davon, dass wir viel mehr Tower bei denen genascht haben. Und da habe ich mir einfach so gedacht, ja, wenn wir jetzt den Fokus auf die Mitte-Lane, die einfach mal die kürzeste Lane ist, legen, dann ist das Ganze für uns ziemlich gut. Hier sind die ganzen Teammates von mir oben, aber ich drücke weiter den Tower. Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung ist. Ich sag mal so, in diesem Spiel hat es was gebracht. Falls die Gegner stärker gewesen wären, und das müsst ihr euch auf jeden Fall vor Augen halten, wenn das Spiel noch nicht in eurem Favor sozusagen steht, wenn das Spiel noch nicht gesaved ist sozusagen, was es eigentlich nie ist, aber so wie man das jetzt hier sieht, dass wir dreifach so viele Kills haben wie sie in diesem Moment, dann, da dachte ich mir einfach, dann kann ich auch alleine weiter pushen
und meine Mates schaffen es auch ohne mich. Ja, hier diene ich einfach mal so die Laterne von dem guten Thresh, aber ich sag mal so, ich bin auch so rausgekommen. Und ja, es steht immer noch 12-4. Das Spiel wird jetzt immer mehr Teamfight-lastiger. Am Anfang ist überhaupt in den ersten 10 Minuten kaum was passiert. Und jetzt geben wir einfach den ganzen Spiel noch mehr Druck, um das Ganze nach Hause zu fahren, weil wenn ein Spiel zu lange dauert, dann kann der Gegner auch das Blatt wieder ein bisschen wenden. Das war das erste Mal, dass ich hier gegen den Valkhorst gespielt habe und dadurch, dass er nicht irgendwie gefeedet war oder sowas, lief das auch sehr gut. Wie gesagt, ich mache hier weiter Druck in der Mitte, während die von oben wieder runterkommen konnten und dann diven wir ihn einfach und sagen, tja, da lache ich ihn halt auch mal ein bisschen aus, ne? Weil so ein bisschen Spott, um den Gegner auch metamäßig ein bisschen an den Boden zu reißen, finde ich dann immer ganz lustig. Ich weiß, es kommt sehr asozial rüber. Aber Fakt ist, dass wir hier auch den Inhibitor dann ein bisschen pushen konnten, da er ja schon nackig gemacht wurde. Die anderen wollen jetzt unten pushen. Ich denke jetzt, nee, weiter auf die Tower. Der Darius will mich hier graben, aber ich hole mich mit meinem Kalibernetz nach hinten. Und leider geht mein Thresh jetzt hier down. Sorry, dass ich dem Support da nicht wirklich weiterhelfen konnte, aber die Guillotine von Darius, die kann ich denn da doch nicht irgendwie denyen. Leider. Aber wir kommen trotzdem zurück, weiter in das Spiel rein. Der Baron, der läuft auch langsam hier wieder ab und wir machen weiter Druck in der Base. Jetzt müssen wir hier leider auch fliehen, weil der Draven, der macht so langsam auch ein bisschen Damage, aber jetzt denke ich mir, ne, mein Thresh, den kriegt er jetzt nicht normal, trotzdem haben sie ihn bekommen, ich fight hier einfach 1 gegen 3 und was passiert? Leider gehe ich down, aber jetzt schaut euch das mal an, was jetzt hier wunderbar passiert, ich sag nur, Minions OP. Wunderbare Sache. Also ich habe mich erstmal ein bisschen gewundert, als er denn noch down gegangen ist, was da überhaupt passiert ist. Aber wenn Glück zur Gewohnheit wird, nennt man das Können, sage ich mal so. War auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Runde, die jetzt leider auch langsam dem Ende entgegengeht. Jetzt gehen wir hier sozusagen in den letzten Teamfight, der sehr unübersichtlich war und die Gegner waren voller Angst und hatten überhaupt keinen Plan mehr, wie sie sich positionieren sollen. Und alles ist nur noch drunter und drüber gegangen und ich denke mir, ach, anstatt jetzt hier weiterhin irgendjemanden zu fokussen, gehe ich einfach gleich mal auf den Nexus, um das Ganze zu beenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hier das Ganze so aus meiner Sicht zu sehen. Bitte gebt mir ein bisschen Feedback und wenn ihr noch ein League of Legends Video sehen wollt, dann klickt gleich in der Endcard auf das Bild und dann auch bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!